Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Wir werden heute in die Charts springen. Ich werde euch sagen, was seit unserem letzten Video passiert ist, wie es aussieht. Wir nähern uns ja auch dem Wochenschluss, das heißt auch hier einige wichtige Updates. Wir werden auch darüber sprechen, was die Woche so passiert ist. Es gab eine Eilmeldung, die natürlich für Furore oder für sehr viel Aufregung gesorgt hat im Kryptomarkt. Darüber möchte ich auch sprechen. Und wir werden natürlich über unsere Trades sprechen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt unbedingt bis zur allerletzten Sekunde dabei und supportet uns bitte kostenlos, Leute. Das heißt, Like dalassen, Kommentar mit eurem Feedback schreiben und natürlich abonnieren, die kleine Glocke aktivieren, auf alle drücken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wenn ihr Leute kennt, die im Crypto-Space unterwegs sind, für die das relevant ist, natürlich auch gerne unseren YouTube-Kanal und die Videos teilen. Gut, genug mit der Werbung. Wir starten gleich direkt rein in den Content, Leute. Also darf ich schon wie immer sagen, zurücklehnen und genießen. Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die neu dabei sind oder mich einfach nicht kennen, mein Name ist Alessandro und ich bin wie immer der Host dieses Krypto-Videos und wir starten auch gleich direkt rein, Leute. Wir befinden uns hier am Wochenchart und ich möchte nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Wir haben ja unlängst, also letzte Woche, unser Pi-Cycle-Bottom-Signal bekommen. Hat natürlich immer den Boden signalisiert. Wir haben meistens auch oder bis jetzt immer diese Preislevel nie wieder gesehen. Wir sind aber auch nie aufs alte All-Time-High zurückgegangen. Das heißt, wir müssen hier trotzdem noch vorsichtig sein. Ich denke aber, wenn wir kein Black Swan Event erleben, das heißt irgendwelche Eilmeldungen, dass vielleicht die größten Kryptobörsen hier ja in Konkurs gehen oder zumachen oder irgendwelche Sachen passieren, denke ich, also ohne Black Swan Event, denke ich, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Ich würde jetzt aber auch nicht davon ausgehen, dass wir direkt auf ein neues All-Time-High gehen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht einen Dead Cat Bounce sehen auf die vielleicht 28.000, 31.000 Dollar und dass wir dann noch ein bisschen sideways gehen in näherer Zukunft. Aber ich denke, dass wir nicht mehr mit harten Dumps rechnen müssen. Was jetzt natürlich wichtig ist wegen Wochenclose, Leute. Und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig dieser 200-Week-Moving-Average ist. Und das ist die rote Linie hier. Und ihr seht schon, es wird diese Woche wieder ziemlich eng, denn wir wurden ja hier schon rejected. Wir waren eigentlich nie seit den Aufzeichnungen deutlich unter dem 200-Week-Moving-Average. Wir sind eigentlich immer ziemlich gut gebounced. Wir hatten zwar Wicks darunter, wie ihr euch erinnern könnt. Dafür zoome ich nochmal kurz raus. Und ihr seht schon, wir hatten immer wieder Wicks darunter, haben aber nie wirklich darunter geclosed, auch in den anderen Bärenmärkten Böden sozusagen. Und das ist jetzt auch schon wieder eine ziemlich neue Situation. Also seit den Aufzeichnungen, ich sehe das, dieser 200-Week-Moving-Average geht hier zurück bis 2015 in diesem Chart und da waren wir nie wirklich darunter. Es wäre jetzt wichtig, wie ich in den letzten Videos auch schon gesagt habe, dass wir hier einen Wochenclose oder die Woche über diesem 200-Week-Moving-Average closen und diesen nächste Woche als Support bestätigen können, weil dann denke ich, dass wir hier eine kleine Rallye erleben könnten. Wie gesagt, Leute, ich denke nicht, dass wir direkt auf ein neues All-Time-High gehen. Also ich will jetzt auch nicht zu bullish sein, aber ich denke, wir könnten so eine kleine Erholung starten. Und wenn wir jetzt ganz kurz reinzoomen in den Chart, dann seht ihr schon, dass es richtig eng wird. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was heute im Laufe des Tages und morgen noch passieren wird. Denn wenn wir da ganz genau reingehen, dann seht ihr, dass dieser 200-Week-Moving-Average circa bei 22.700 Dollar liegt und wir momentan etwas darunter sind. Aber wie gesagt, Leute, es ist noch bis morgen in der Nacht Zeit. Das heißt, es wird wirklich sehr spannend. Wenn wir jetzt auf den Daily Chart gehen und uns anschauen, was seit dem letzten Video passiert ist, dann werden wir gleich feststellen, Leute, dass wir gar nicht so schlecht gelegen sind. Und zwar, Leute, wir haben ja im letzten Video gesagt, dass wir, wenn wir hier diese Zone als Support bestätigen, das heißt diese alte Resistance hier als Support bestätigen, dass man hier auf jeden Fall Long-Positionen eröffnen kann,
Das heißt, diese alte Resistance hier zwischen 21,6 und 22.000 Dollar. Wir werden die jetzt auch grün gleich machen. Dann habe ich ja gesagt, kann man hier kleinere Long-Positionen eröffnen. Aber das Wichtigste, wenn ihr euch erinnert, war hier diese Resistance. Weil ich habe gesagt, wir müssen auf jeden Fall unser altes High aushebeln und diese Zone als Support bestätigen, dass wir nachhaltig weiter bouncen können. Und es ist auch so gekommen bis jetzt. Also ihr seht es schon, wir wurden hier bei dieser kleinen Resistance beim ersten Mal rejected bei 23.757 und dann bei dieser zweiten Resistance bei 24.320 Dollar. Wir haben im letzten Video gesagt, Leute, dass diese Resistance-Zonen oder diese horizontalen Resistances, ich weiß nicht, wie ist die Mehrzahl eigentlich, dass die eigentlich klein sind und nicht so relevant sind. Die relevanteste Resistance von uns, die befindet sich hier ja zwischen 29 und eben 31.000 Dollar circa. Aber nichtsdestotrotz hat das gereicht. Wir werden dann auch gleich in diese News gehen vor ein paar Tagen, warum das denn der Fall war. Aber wie gesagt, Leute, für den Moment muss man sagen, halten wir die alte Resistance hier sehr, sehr gut als Support. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir eben dann am Sonntag auch den 200 Week Moving Average halten können. Es wird wirklich sehr, sehr spannend. Warum haben wir jetzt einen kleinen Downtrend hier gesehen, Leute? Erstens, wir retesten gerade und das ist jetzt ein gutes Zeichen, wenn diese alte Resistance natürlich hält. Aber es gab ein paar News und auf die möchte ich auch ganz kurz zu sprechen kommen. Und zwar wurde hier bekannt, Leute, dass eben Tesla sehr, sehr viel seiner Bitcoin-Bestände verkauft hat. Das hat natürlich wieder im Crypto-Space für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt und wir werden ganz kurz sich reinziehen, was da passiert ist. Und zwar, Tesla hat hier rund 75% seiner Bitcoin-Position verkauft und dabei 963 Millionen Dollar an Cash eingesammelt. Es ist halt so, Leute, dass viele jetzt Elon Musk wieder mal blamen und Tesla blamen. Er trollt hier den Kryptomarkt und was auch immer. Leute, ihr müsst das positiv sehen. Also Punkt Nummer 1 muss man bei solchen Institutionen, Firmen und größeren Anlegern natürlich auch die wirtschaftliche Seite betrachten. Und zwar, Tesla hat hier unbedingt Cash-Positionen gebraucht und dafür ist es natürlich, oder dafür war wahrscheinlich am einfachsten, Bitcoin-Bestände zu verkaufen. Der Verkauf jetzt in dieser, sage ich jetzt mal, Phase ist für uns oder für kleinere Anleger kein guter Zeitpunkt oder auch für größere Anleger eigentlich kein guter Zeitpunkt, aber wenn sie unbedingt Cash-Positionen aufbauen wollten, war das natürlich die einfachste Form für Tesla in diesem Fall. Deswegen müssen wir das auch wirtschaftlich in Form der Firma sehen. Und Leute, man sollte sich über sowas nie aufregen, denn jeder kann mit seinem Bitcoin machen, was er will. Das heißt, kaufen und verkaufen, wann er das möchte. Möglichkeiten in Betracht ziehen, eben wirtschaftlicher Hinsicht. Und ja, da würde ich niemanden blamen. Ihr müsst halt groß denken, Leute. Wenn wir das große Ganze von Bitcoin sehen, wie Bitcoin geschaffen ist, dann ist es Bitcoin egal, ob ich Bitcoin besitze, ob ihr Bitcoin besitzt oder ob Tesla Bitcoin besitzt oder Elon Musk. Bitcoin wird seinen Weg machen und wie gesagt, es interessiert Bitcoin gar nicht, wer Bitcoin besitzt oder nicht. Das heißt, ja, war ein ungünstiger Zeitpunkt wieder mal, ganz klar, aber ich würde das trotzdem positiv sehen, Leute. Ihr habt billig Bitcoin kaufen können oder könnt noch immer sehr, sehr billig Bitcoin kaufen. Und wie gesagt, langfristig, wenn ihr den ganz großen Timeframe und diese ganz große Vision seht, wird es Bitcoin egal sein, wer es besitzt oder nicht. Ja, dazu oder zu diesen News ganz kurz. Wir werden wieder in die Charts springen. Da befinden wir uns jetzt am 4-Stunden-Chart, Leute. Und ihr seht schon, am 4-Stunden-Chart kann man schon sehr, sehr gut erkennen, dass diese alte Resistance momentan sehr, sehr gut als Support noch hält, zwischen 22,5 und 22,8. Jetzt ist, ich denke, Leute, dass es möglich ist oder im Bereich des Möglichen ist, dass wir vielleicht bis Sonntagabend noch einen längeren Wick nach unten sehen, aber vielleicht sogar den 200 Week Moving Average am Wochenchart dann halten. Warum ist so ein Wick möglich? Und zwar, um hier überleveragte Trader nochmal aus dem Markt zu nehmen, bevor wir eben vielleicht nochmal einen Pump sehen. Ihr wisst es, Leute traden ja sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viele unerfahrene Leute traden hier. Und wenn man einen zu hohen Hebel verwendet,
ist das immer eine sehr, sehr gute Gelegenheit oder wäre das an dieser Stelle eine sehr, sehr gute Gelegenheit, die überhebelten Trades hier aus dem Markt noch einmal zu nehmen, liquidieren oder mit Stop-Loss-Positionen im Verlust zu schließen, bevor wir dann eben eine Aufwärtsbewegung wieder sehen. Sollten wir keinen Dump nach unten sehen oder einen Weak, Leute, dann hätten hier die Bullen eine Chance auf ein schönes W-Pattern, bei dem die Neckline hier diese Resistance wäre bei $23,746. Und in dem Fall hätten wir ein technisches Preisziel von, werden wir uns gleich anschauen, technisches Preisziel von diesem potenziellen W-Pattern wären ca. die $25,000. Und vergesst bitte nicht, Leute, dass unser Ascending Triangle ja ein Preisziel von $27,000 hat. Wenn wir uns die 4 Stunden EMA Ribbons anschauen, Leute, dann können wir aber sehen, dass die diese noch gut als Support halten. Ihr könnt es sehr, sehr gut sehen. Wir werden momentan immer wieder sehr, sehr gut supported von den EMA Ribbons und das der Kante von den EMA Ribbons oder die unterste Linie befindet sich hier bei $22,100. Das heißt, wie gesagt, das würde auch nochmal diese These unterstützen, dass wir vielleicht einen kleinen Wick hier nach unten sehen könnten. Das behalte ich momentan im Auge. Wenn wir auf den 1-Stunden-Timeframe weitergehen, dann werden wir auch über unsere Trades sprechen. Ihr seht es, 1-Stunden-Timeframe ist momentan short geflippt. Das heißt, dieser dient momentan als Resistance. 4 Stunden EMA Ribbons sind aber oder haben eine deutlich höhere Priority, sage ich jetzt mal. Also die sind aussagekräftiger als natürlich der 1-Stunden-Timeframe. Das heißt, auch auf den kleineren Timeframes bleibt es hier noch spannend, Leute. Wir könnten hier, das ist jetzt auch viel Zukunftsmusik, das könntet ihr aber im Auge behalten, es wäre möglich, Leute, dass wir vielleicht so eine Art Descending Triangle hier formen. Das heißt, das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir vielleicht irgendwie so ein Chart-Pattern formen. Das ist aber viel Zukunftsmusik. Man kann aber diese Resistance vielleicht im Auge behalten. Und ja, zu unseren Trades, Leute. Und zwar, ich habe ja hier beim Ausbruch aus dieser alten Resistance an dieser Stelle bei circa 21.800, 21.900 hier Long-Positionen eröffnet. Ich muss dazu sagen, es ist eine wirklich kleine Long-Position. Ich habe sie so eröffnet, wie im letzten Video gesagt. Und es ist nur mit einem sehr, sehr kleinen Hebel, das heißt mit einem Dreierhebel, Leute. Mein Liquidationspreis liegt bei ca. $16,100 oder $16,200, also irgendwo im Bereich $16,000. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir nochmal auf diese Levels kommen. Sollten wir nochmal dumpen, dann werde ich weiter unten diese Position sehr, sehr groß oder sehr, sehr oder deutlich vergrößern, um den Einstiegspunkt nochmal nach unten zu drücken. Sollten wir den 200 Week Moving Average halten am Sonntag, ich werde morgen wahrscheinlich noch ein Video dazu machen, sollten wir den halten und diese Zone hier halten, dann werde ich auch hier wahrscheinlich unsere Trades nochmal vergrößern. Hebel werde ich nicht mehr erhöhen, also ich werde mit einem Dreierhebel weiterfahren, denn sollten wir wirklich auf die $30,000 zugehen in den nächsten Wochen, Monaten, dann möchte ich diese Position aufrechterhalten, einfach bis dorthin. Und vielleicht dazwischen mal Profits nehmen, aber das werden wir natürlich noch weiterhin besprechen in den nächsten Videos. Aber das ist mal so zu unserer Trading-Strategie. Wer keine Trades offen hat, dem würde ich empfehlen, bis am Sonntagabend zu warten, auf diesen 200 Week Moving Average abzuwarten, auf den Weekly Close. Denn wenn wir darüber closen, dann wäre das auch hier eine gute, ja, ein guter Einstiegspunkt, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt nicht blind in Trade springen. Gut, ich denke, das war es auch schon vom heutigen Video. Ich sage schon nochmal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Schönes Wochenende noch. Ciao.